Ich wollte gestern Morgen gern ein Lied von Rio Reiser hören. Auf YouTube, wo sonst all seine Musik war. Da hieß es, dieses Video enthält Content von Sony Music Entertainment. Es ist in deinem Land nicht mehr verfügbar. Was würde Rio sagen zu dem, was Sony da tut? Was würde Rio sagen, fände er das gut? Ich weiß es nicht, aber ich sag fuck Sony Entertainment für all die Videos, die sie sperren. Anwälte im Abmahnwahnsinn, Wichser vor dem Herrn. Scheiß auf euren Content, ich kauf bei euch nichts mehr ein. Fuck Sony Entertainment und EMI obendrein. Ich seh das nicht zum ersten Mal. Am Anfang war's mir ja noch fast egal. Doch langsam aber sicher packt mich echt der Hass. Sperrt Musik und Videos von Michael Jackson, Johnny Cash und Van Morrison. Doch grad bei Rio find ich das besonders krass. Was würde Rio sagen? Was hätte er gedacht? Was würde Rio sagen zu dem, was Sony da macht? Ich weiß es nicht, aber ich denke, er würde irgendwie sowas sagen wie fuck Sony Entertainment für diese Scheißzensur. Und was ihr euch davon versprecht, kapier ich nicht die Spur. Ich komm zurück als Zombie, das lässt mir keine Ruhe. Fuck Sony Entertainment und Warner noch dazu. Ich finde, Rio ist für alle da. Doch scheinbar zählt ja nur deren Recht auf Umsatz und nicht unser Recht auf Kultur. Kein Pandora, kein Spotify, nein, in Deutschland geht das nicht. Weil man ja hierzulande mit Streaming-Gesetze bricht. Wozu soll das gut sein? Das ist es, was ich nicht verstehe. Denken die, wenn ich das auf YouTube nicht sehe, geh ich los und kauf die DVD. Das mach ich nicht, sondern ich sag fuck Sony Entertainment, fick die großen vier, die Plattenmultis, die ich hier von heute boykottier. Ich zahl euch keinen Cent, ich klau mir, was ich brauch. Fuck Sony Entertainment und Universal auch. Ich scheiß auf euren Content, ich kauf bei euch nichts mehr ein. Fuck Sony Entertainment und EMI und Warner und Universal und die